Die reiche und beliebte Jacqueline fühlt sich im College wie eine echte Königin. Sie hat sogar ihren eigenen Thron und die persönliche Assistentin. Das College ist ein Haus des Wissens, kein Schönheitssalon. Machst du mir die Pediküre? Aber ein paar Dollar werden der armen Nicole helfen, ihr Aussehen zu verändern. Welche Behandlung habe ich denn noch? Heute werden wir uns mit volumenätherischen Formen beschäftigen, okay? Was macht ihr da, Mädels? Vergiss den Highlighter nicht. Was habt ihr mit der Klasse gemacht? Du kannst mitmachen und helfen. Ich nehme kein Geld, ich bin eine Lehrerin. Was soll ich sonst machen? Meine Haare extra aussehen lassen. Fertig. Gefällt's dir? Ja, ich liebe es. Ich werde auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen. So, jetzt machen wir weiter mit der Lektion. Wir haben die volumetrischen Formen besprochen. Das ist eine Kugel. Das ist ein Zylinder. Und die Figur auf Jacquelines Kopf ist ein Kegel. Wir müssen ihre Haare nicht im Unterricht besprechen. Das ist der größte und teuerste Diamant der Welt. Er ist 100.000 Milliarden Dollar wert. Wow, ich will ihn haben. Beeilt euch. Hallo, bring ihn zu uns. Das war's. Ah, ich kann's nicht erwarten. Entschuldigen Sie, wer sind Sie und was machen Sie hier? Mama mia, aber wie ist das möglich? Es wird eine großartige Ergänzung für die Sammlung. Bringen Sie es her. Hier ist der Diamant, aber Geld zuerst. Gib mir meinen Rucksack. Jacqueline hat eine echte Privatbank dabei. Herr Carter, ich brauche mein Geld. Klar. Hier, bitte. Mehr. Ja, kommt schon. Es würde lange dauern, bis man so eine beeindruckende Menge an Geld zusammen hat. Wie viel Geld kann sie ausgeben? Da, wie vereinbart. Ja, ja, natürlich. Hier ist der Stein. Ich fahre auf die Malediven. Er ist fast so schön wie ich. Die arme Nicole kann dieses Spektakel nicht ohne Neid betrachten. Ich werde nicht wegfliegen. Ich werde nachsehen, ob Geld in meinem Rucksack ist. Nicole, wir finden, du bist jetzt schon überfordert. Aber irgendwas muss doch da sein. Ich frage mich, was das ist. Was für ein Fang. Das würde ich nicht essen. Das ist Phil, der attraktivste Typ der Schule und das Objekt der Begierde von allen Mädchen. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen. Hi! Wer ist der süßeste Typ der Welt? Oh, ich natürlich. Was für ein hübscher Anblick. Er kommt zu mir. Phil, was für eine Wendung. Phil, willst du mit der Yacht fahren? Was für eine Schönheit. Ich sehe so gut aus auf dem Bild. Keine Leute, Schatz. Warte auf mich. Dieses Bild wird sich auf meinem Spind gut machen. Diese Mädchen werden mit Sicherheit vor einer Menge Herausforderungen stehen, wenn sie sich für Narzissten interessieren. Hallo, kannst du mir sagen, wie viel du brauchst? Ich möchte eine Lippenvergrößerung, genau wie auf den Bildern. Ups, ich möchte, dass meine Lippen genauso aussehen wie hier. Entschuldigung, aber sind Sie da sicher? Was denken Sie? Mach es so, wie es verlangt. Ich bin beschäftigt. Oh, naja, der Kunde hat immer recht. Auch Nicole träumt von schön vollen Lippen, aber sie hat nicht das Geld, um zur Kosmetikerin zu gehen. Deshalb sind einfache Lifehacks wie eine Lippenmassage angesagt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn du pralle Lippen und eine leuchtende Farbe willst, kannst du Chilischoten verwenden. Für die Schönheit muss man Opfer bringen. Mach dich nur auf eine schreckliche Art von Verbrennung gefasst. Ich brauche Wasser, dringend. Wie wär's mit einem Vakuum? Mit einem Lippenglas kann man vielleicht einen Effekt erzielen, aber nicht, wenn die Lippen daran stecken bleiben. Für die Aufmerksamkeit im College ist für Nicole jetzt gesorgt. Und sie ist nicht die Einzige. Was ist mit deinen Lippen los? Das wollte ich dich gerade fragen. Oh, Phil, komm her. Er will nicht mit mir reden. Träum weiter, du kannst ja noch nicht mal richtig sprechen. Er wird mich fragen, ob ich mit ihm ausgehe. Beide haben einen furchterregenden Rivalen im Kampf um Phils Herz, und zwar sein Ego.
Und was hast du mitgebracht? Ich werde Phil zum Essen einladen und er wird sich verlieben. Allerdings ist das Fleisch selbst zu teuer für den armen Nerd. Der letzte Schliff fehlt noch. Und Nicole ist, wie sich herausstellt, eine echte Romantikerin. Oh Phil, hallo. Das mitgebrachte Essen kannst du vergessen, denn ich habe extra für dich gekocht. Oh, ist das eine Art Verhöhnung des armen Kerls? Wie er soll damit satt werden, Susan? Das nenne ich richtiges Essen. Die reiche Jacqueline bekommt mit einem Fingerschnippen die feinsten Gerichte. Die Wahl scheint offensichtlich, aber Phil folgt seiner Logik, die für alle unverständlich ist. Oh nein. Ich räume selbst ab. Und wozu, wenn ich einfach bitten kann, ein neues Hemd zu besorgen? Das hat mir gefehlt. Und Phil weiß, wie er alle überraschen kann. Toll, ich habe mir den Mund abgewischt. Weißt du, ich habe keinen Hunger mehr. Ciao. Bye. Warte, wo kommt das? Oh. Nicole will nicht aufgeben und schmiedet einen neuen Plan, um Phils Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht hätte sie ihm bei der Bildbearbeitung helfen sollen. Das hätte er zu schätzen gewusst. Oh, er ist perfekt. Also gut, ich muss mich konzentrieren und ihn bitten, im Park mit mir spazieren zu gehen. Ich hoffe, heute ist mein Glückstag. Ja, Volltreffer. Ich brauche Phil, um meine Einladung ins Restaurant zu bekommen. Hallo? Verstanden. Liebe ist wie Krieg. Also wird der Brief an Phil auf eine angemessene und zuverlässige Art und Weise zugestellt, sodass er auf jeden Fall ihn bekommt. Eine solche harte Methode ist kaum zu überbieten. Ein Brief? Also heute Abend? Noch eine Nachricht? Nach dem Unterricht? Diese Runde wurde von Frau Miller gewonnen. Das ist eine Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hatte fast alles super organisiert. Jacqueline beschließt, eine Party für Phils Geburtstag zu machen. Wow, ich werde mit ihm tanzen. Damit dieser Mann deiner Träume dich mag, musst du dich sehr gut anziehen. Aber was machst du, wenn dein Kleiderschrank nur aus einem einzigen Kniestrumpf besteht? Leider kann man ein schickes Partykleid nicht umsonst kaufen und Nicole hat nicht viel Geld in ihrem Portemonnaie. Hey, atme, Kumpel. Vielleicht, wenn ich eine Massage mache? Du brauchst eine Herzmassage. Lebst du noch? Gib mir wenigstens ein bisschen Zeit mit klimpernden Münzen. Aber nein, es bleibt einfach hoffnungslos. Nicole beschließt, zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Sie wird versuchen, Geld zu drucken. Ein Job finden? Und warum ist bei dieser Wirtschaftslage alles schwer? Und Nicole hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber dann kam ihr eine Idee. Warum nicht ein Kleid aus dem machen, was ich habe? So wie bei True Fashion. Sie hat alles, was sie braucht. Müllsäcke und den starken Wunsch, Phil zu beeindrucken. Und schon sind wir auf der Party. Ah, ist das cool! Jacqueline ist nicht glücklich über die Aufmerksamkeit für Pappfil, aber es gibt nichts zu tun, da der Gast offensichtlich reich ist. Das ist meine Sternstunde. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Du bist es. Der Zug der Verlierer ist abgefahren. Die armen Leute haben da keinen Zutritt. Eigentlich ist mein Kleid der letzte Schrei. Interessiert mich nicht. Wir lassen dich nicht rein. Arme Nerds sind auf dieser Party strengstens untersagt. Was? Ich bin nicht Nicole. Ich bin ihre Cousine aus Mexiko. Das ist doch egal. Du wirst mir nur im Weg sein. Du hast kein Recht, mich rauszuschmeißen. Hey, das ist doch eine Party für mich, oder? Alles Gute. Oh, Nicole, ich hab dich ausgesucht. Wirklich? Ja, ich muss meinen Müll irgendwo hinwerfen. Willst du vielleicht mit mir tanzen? Wow, das bin ich. Ich und meine Kopie sollten lieber gehen. Was? Nein. Phil ist so ein komischer Typ. Warum hatten wir nicht einfach Spaß zusammen? Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Erzähl mir mehr darüber. Wem hast du die Daumen gedrückt? Dem reichen und beliebten Jacqueline oder der armen, nerdigen Nicole? Schreib deine Antwort unten in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen?
dann like es. Abonnier den Kanal. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!